Herzlich willkommen. Dies ist ein kleines Video, wie man die Königin von Alien vs. Predator besiegen kann. Zuerst starte ich noch einmal kurz das komplette Spiel. Für dieses Video habe ich mir noch einmal die Zeit genommen, das Spiel komplett durchzuspielen. Und kurz vor der Königin habe ich dann einen Speicherstand gesichert. So, dann beginnen wir gleich einmal kurz vor der Alien-Königin. So, nun sind wir schon im Vorzimmer der Alien-Königin. Wie man sehen kann, wir sind hier im Alien-Raumschiff. So, die Königin ist sehr leicht zu besiegen, indem man einfach kurz in den Raum hineinspringt, ein, zwei Salven abfeuert und sich dann wieder zurückzieht. So, das muss man jetzt wirklich ziemlich oft machen. Wie man sehen kann, kurz reinspringen, ein paar Salven abfeuern und wieder zurückziehen. Der Grund ist, dass die Alien-Königin ein sehr, sehr schwerer Gegner ist. Eine direkte Konfrontation würde der Predator nicht lange überleben. Daher kurz reinspringen, ein paar Bälle abfeuern und wieder zurückziehen. Das Ganze kann 1 bis 2 Minuten dauern, aber irgendwann hat man dann doch die Königin besiegt. Wie man auch sehr schön bewundern kann, ist die Auflösung der Königin sehr hoch, im Gegensatz zu den anderen Charakteren im Spiel. Die Animationen sind allerdings auch auf dem Niveau der anderen Charaktere. So, noch 1, 2 Treffer und dann ist die Königin Geschichte. Aber jetzt. So, und das war's auch schon. Hier liegt die Königin tot. Noch einmal kurz den Kopf abschlagen und die Ehre ist auf unserer Seite. Das, was wir hier übrigens jetzt sehen, ist auch der komplette Abspann für den Predator. Ein Bild und das war's. Mehr gibt es leider nicht zu sehen. Zum Schluss kann man sich natürlich üblich in die Highscore-Liste eintragen und das Spiel ist damit zu Ende. Ganz am Ende von dem Video zeige ich noch einmal ganz kurz eine kleine Übersicht einiger meiner Atari Jaguar Spiele. Wie man noch zum Schluss sehen kann, fehlen mir noch einige Jaguar Spiele, aber irgendwann werde ich auch mit dem Sammeln fertig sein. Vielen Dank, auf Wiedersehen.